In den Wäldern unterhalb des Schüttels befindet sich auf einem Felssporn hoch über der Rabklamm das idyllisch gelegene Schloss Gutenberg. Ursprünglich errichtet von den Herren von Waldstein, kam das Schloss im Jahre 1288 in den Besitz der Grafen von Stubenberg, denen es bis auf eine kleine Unterbrechung auch heute noch gehört. Vom Schloss Gutenberg ausgehend erreicht man über diese wunderschöne Allee, die Loreto-Allee, die gleichnamige Wehrkirche, die Loreto-Kapelle. Die Loreto-Kapelle wurde im Jahre 1691 von Sigmund Stubenberg als Zeichen des Katholizismus als Wehrkirche errichtet. Durch zwei Haupteingänge, einer im Norden und einer im Westen, kann man dieses Areal erreichen. In späteren Zeiten dürfte an der südlichen Mauerseite ein dritter Eingang dazugekommen sein. In den Ecken des rechteckigen Innenhofes befinden sich vier Initienkapellen, die mit Schindeln gedeckt sind und an ihren Dächern je ein Zwiebeltürmchen aufweisen.
Die Initienkapelle in der südöstlichen Ecke war einst die Familiengruft der Grafen von Stubenberg.